Spontax. Wow. Spontax. Als hätten wir es abgesprochen. Ja, cool. Es ist auch fast abgesprochen gewesen, Emmy. Wir haben uns Zeichen gegeben. Ach ja? Jo. Soll ich das mal? Ich hab das hier. Hast du es drauf? Ja, Spontax ist übrigens, für die Leute, die es gar nicht wissen, kommt aus dem nordrhein-westfälischen Bereich, die App. Ist, glaube ich, aus Nordrhein-Westfalen, was in der Nähe von Deutschland und Hauptstadt Düsseldorf hat. Und jetzt fragt er mich natürlich, ob wir den aktuellen Ort verwenden möchten. Und so. Zusammen macht Freizeit einfach mehr Spaß. Zum Beispiel Ping-Pong spielen. Mhm. Alleine Ping-Pong spielen geht ja auch du kaum. Du willst spielen? Doch, wer macht spontan mit? Dank der Spontax-App findest du Leute, die gerade Lust zum Spielen haben. Poste einfach eine Aktivität und Spontax sagt es allen Interessierten in deiner Nähe. Aha. Spontax benachrichtigt dich auch, wenn andere etwas Spannendes für dich haben, zum Beispiel Ping-Pong spielen. Mhm. Finde ich sehr spannend. Und, bist du dabei? Ja. Ja, na gut. Na gut. Ich kann es ja mal ausprobieren. Dafür muss ich meine Login-Daten jetzt mal eingeben und deswegen müssen wir ganz kurz hier herab. Ich kann mal kurz erklären, was Emily gerade da schön bebildert gezeigt hat. Das ist also eine App, mit der man A angeben kann, was man gerade macht. Also es wird auch angegeben, wo man sich befindet, ganz wichtig. Ne? Und dann können die Leute, die sich in der Nähe befinden, rausfinden, wer sich in der Nähe befindet und rauskriegen, was wir also machen. Dementsprechend, wenn ich jetzt hier eingeben würde, ich bin im Studio und quatsche, dann könnte einer sagen, geil, ich wollte immer schon ins Studio und quatschen, dann könnte er hier hinkommen. Der wüsste also, wo ich dann bin, zum einen. Zum anderen ist das aber auch ganz nett, wenn man zum Beispiel eine Fußballmannschaft gründen möchte oder irgendwie mal so eine Freizeit-Hobbymannschaft und kennt niemanden in der Umgebung, kann man sich darüber so ein bisschen stalkermäßig an die Leute rantrauen. Es ist aber nicht so, dass irgendwelche, das möchte ich gar nicht sagen. Was denn? Ich wollte gerade sagen, es muss nicht sein, dass da. Es kann ja immer, kommt immer drauf auf die Menschen an, die man da trifft. So, beim Registrieren muss man ganz, ganz viele Sachen eingeben. Das dauert ein bisschen. Und das sollte man auch tun, sonst kann er ja nicht finden, wo man ist, was man sucht. Ob man eine Frau ist. Genau. Was für Männer ganz interessant ist. Zum Beispiel, wenn man Ping-Pong spielen will. Mit Frauen, weil die sind schlechter und dann kann man gewinnen gegen die. Das wage ich mal zu bezweifeln. Emmy. Ja? Ping-Pong. Kann ich gut. Dafür sind Männer geboren. Ballsportarten, die sind uns an den Körper gelegt. Oh. Können wir aber wirklich, kein Scheiß. Weißt du noch, ich hatte mal vor ganz langer Zeit einen Tennisball hier. Der ist weg. Der war ganz lange Zeit. Der wurde also, genommen. Man kann hier bei der Registrierung auch aussuchen, was für Interessen man halt hat. Am Ausgehen oder Erholung, Kultur oder Sport. Sport. Nee, will ich nicht. Erholung. Erholung? Basteln und Handwerk. Ja, Billard. Brettspiele. Ja. Und Computer, Computer. Fischen Computer und Jagen. Nee. Gassi gehen. Gutes tun. Kartenspiele. Was ist mit? Und Motorradtouren. Und was ist das mit bin ich. Das Motorradtouren, Emmy. Ja, was? Du machst Motorradtouren. Klar. Auf einer Harley. Brumm, brumm, brumm. Ja. Mach ich jetzt auch kurz so, in der Pause. Guck mal. Wen haben wir denn jetzt hier in der Umgebung? Wir haben zum Beispiel am 27. ein Glühweintreff in Düsseldorf. Da könnten wir gleich hingehen. Oder suche Begleitpersonen für morgen Abend, shoppen gehen. Aber ich habe noch keinen Fischen. Spontax, ihr könnt es auch ausprobieren im App Store. Runterladen. Ich gehe jetzt mit dem Motorrad fahren. Ne? Schöne Sache. Ja, also bis gleich.